Chance, die Makala, am Sonntag geht es gegen die SV Elversberg. Du bist der einzige Spieler bei uns im Kader, der da mal gespielt hat, auch wenn es nur ein halbes Jahr war. Wie war die Zeit? Woran erinnerst du dich noch? Ja, ich erinnere mich an eine schöne Zeit. Ich bin damals von Rodaker gerade nach Elversberg gewechselt zu Horst Steffen, den ich auch von der Glapperer Zeit kenne. Und ja, es war eine sehr interessante Zeit. Hab dort tatsächlich nur 3 Spiele gemacht. Dann kam das erste Mal Corona. Ja, Lockdown, Shutdown, also das war dann auch so, dass Saarbrücken dann automatisch aufgestiegen ist und ja, somit war die Saison dann vorbei für uns und es war dann so meine Zeit dort. Du hast den Trainer angesprochen, der war damals auch schon da, Horst Steffen. Was lässt der für einen Fußball spielen? Ja, es ist ein Trainer, der möchte guten Fußball spielen, intensiv auf dem Platz sein und ja, das zeichnet die einfach aus. So, die sind aufgestiegen von der Regionalliga in die dritte Liga und dann von der dritten Liga in die zweite Liga. Und ja, der bringt einfach alles mit, was man sich vorstellt von dem Trainer. Wie gesagt, du warst jetzt als Einziger aus unserem Kader da. Nimm uns mal vielleicht so ein bisschen mit, was macht den Verein aus? Ist ja ein kleiner Verein, den vielleicht noch nicht alle so auf dem Schirm hatten in den letzten Jahren. Jetzt spielen sie zweite Liga. Ja, was macht den Club aus? Ja, ich würde mal sagen, dass man den Namen jetzt nicht so ernst nimmt. Wenn man denkt, ach, Elversberg, aber ja, was dann dafür Kicker sind und was sie dann auf dem Platz leisten, das ist dann atemberaubend. Also das ist dann so ein Schock, wo man denkt, oh, die können ja doch was. Und ja, die werden ab und zu mal, denke ich mal, unterschätzt. Aber ich denke, die haben sich jetzt auch so einen Respekt erarbeitet, so über die Zeit. Und ja, jeder weiß jetzt, wer Elversberg ist und was auf die zukommt, wenn man gegen sie spielt. Es gibt auch den einen oder anderen Spieler, der damals schon da war, als du da warst und auch immer noch das Spiel, gleich 5, 6, 7 Spieler sind das. Gab es da noch irgendwie Kontakt unter der Woche oder ist das nicht so gewesen? Ja, jetzt nur bei Social Media oder sonstiges, aber jetzt nicht mehr, dass man so krass in Kontakt ist. Ja. Ja, ist ganz locker. Ja. Okay. Du hast letzte Saison 2-mal mit Osnabrück gegen Elversberg gespielt, im Rückspiel auch den 1-0-Siegtreffer gemacht. Gab es schon so, dass du deinen neuen Teamkollegen hier bei Holstein gesagt hast, darauf müsst ihr aufpassen oder was, also ein paar Tipps gegeben habt quasi, weil du mehr Experte bist als die anderen? Ja, nee, ich meine, jedes Spiel ist ja anders, egal ob du die Mannschaft kennst oder nicht. Dazu kam es jetzt noch nicht. Gleich, wenn ich in die Kabine gehe, dann werden wir uns noch mal ein bisschen über Elversberg unterhalten und dann kann ich den einen oder anderen ein paar Tipps geben. Ja. Und abschließend die Frage, Elversberg ist so der beste Aufsteiger bisher. Mhm. Zuletzt 4-mal nicht verloren. Was stimmt dich positiv, dass deren Serie quasi am Sonntag bei uns hier im Holstein Stadion reißt? Ja, wir sind gut drauf vorbereitet. Wir bereiten uns sehr, sehr gut auf Elversberg vor. Und ja, jedes Spiel wollen wir 3 Punkte zu Hause mitnehmen und unser Bestmögliches geben. Okay. Dabei viel Erfolg und alles Gute. Dankeschön. Bye.